alle gehört haben, gilt natürlich auch für die Medizin. Ja, viele Beispiele. Wir haben, ich glaube, vor 30 Jahren angefangen, Patientendaten elektronisch zu speichern, auch wenn man noch nicht das Gefühl hat, wenn es um elektronische Patientenakten geht, dass das schon so lange her ist. Tatsächlich ist es so. Ich habe, wie ich mal als Tierarzt angefangen habe, vor 20 Jahren durfte ich nach Kiel zu Frau Professor Mittler in die Humanmedizin und da Endoskopie lernen. Das hat die schon mit dem Da Vinci-Roboter gemacht. Also auch das ist ganz alt. Aber es passiert ganz viel Neues, nämlich Google und Johnson & Johnson haben den One-Billion-Dollar-Handshake gemacht, stellen einen Social-Media-Roboter für den OP eigentlich her, der selbst mitlernt, der sagt, 70% ihrer Kolleginnen und Kollegen haben im Fall dieser Blutung folgendes Gefäß abgebunden. Machen Sie das auch. So dass man weniger Expertise braucht und beziehungsweise auch mehr Anfänger an die Roboter lassen kann. Wir haben, war für mich immer was sehr Japanisches, ja, so diese nette, flauschige Robbe, die sich um die alten Menschen kümmert, das gibt es auch in deutschen Altersheimen. Ja, Pepper ist auch in deutschen Demenz-WGs unterwegs, bringt Leute auf die richtige Abteilung, in die richtige Abteilung zurück, erkennt Gesichter, kann Menschen mit einem Namen ansprechen. Das ist oft mehr, als irgendwelche Altenpfleger können im Pflegenotstand, in dem wir sind. Das heißt also, auch da sind ganz viele Roboter unterwegs. Wir haben von Watson gehört, extrem gute Diagnosen. Ganz viele von uns nutzen Gesundheits-Apps. Sagen Sie doch mal, wer nutzt denn eine Gesundheits-App? Schrittzähler, Diabetes-App, hat hier so eine Uhr um, die den Pulsdruck misst und ähnliches. Okay, und jetzt mal die Hände kurz oben lassen. Wer von Ihnen hat die von seinem Arzt empfohlen gekriegt? Hand oben lassen. Und genau das ist das Problem, mit dem wir zu tun haben. Ja, Ärztinnen und Ärzte diagnostizieren eine Diabetes, sie gehen in den Play Store oder haben ein Apple iPhone, dann gehen sie irgendwo anders hin und gucken mal, wie viele Apps gibt es denn dazu? Diabetes, ich weiß nicht. Ja, hoher dreistelliger Bereich. Und dann gehen sie zu ihrer Ärztin und dem Arzt und sagen, welche davon soll ich denn nutzen, welche ist die beste? Und da tun wir uns unheimlich schwer, Patientinnen und Patienten in der digitalen Welt zu begleiten. Und das wäre meine letzte Frage noch gewesen. Wie können wir denn als Universitäten damit umgehen, eigentlich genau das, was Sie auch gefordert haben, Führungskräfte in der digitalen Welt handlungsfähig zu machen? Wir sehen, dass medizinische Geräte vor allem von Physikern entwickelt werden, dass da wenig Pflegende, wenig Ärztinnen und Ärzte dabei sind. Und das ist eigentlich so das, was wir so ein bisschen nachholen müssen. Und dann kommen noch andere, ne? Also es gibt hier Insidables mittlerweile, also Tabletten, die sie schlucken und die Funken, dass sie geschluckt wurden, um einfach dafür zu sorgen, dass jeder auch regelmäßig seine Tabletten nimmt. Wir gehen in eine Precision Medicine rein, die also eine sehr individualisierte Medizin je nach ihrem Gentyp erlaubt und damit auch die Medizin weit nach vorne bringt. All das ist was, was wir noch sehr viel stärker im Studium der Medizin, also ich habe ja die Seiten gewechselt, ich bin jetzt in der Medizin, berücksichtigen müssen. Wir haben mal das tatsächlich meine Mobile Learning Folie. Wir haben jetzt gerade eine Dissertation abgeschlossen, wo wir bei uns in der Fakultät für Gesundheit, geschaut haben, wie gehen Studierende mit mobilem Lernen, auch mit E-Learning um. Wir haben 4 Departments, vielleicht können Sie sie erkennen, Medizin, Zahnmedizin, Psychologie und Pflege. Sie erkennen schon, Pflege ist berufsbegleitend, die sind ein bisschen älter, die haben noch stationäre PCs. Ja, alle anderen nutzen unheimlich viel, auch mobile Geräte, sehen da an der Uni sehr viele Lücken, sehen, dass sie da teilweise mehr können als die Uni, sehen aber auch, dass sie nicht alles können und dass die Uni es ihnen nicht beibringt. Medienkompetenz ist was Selbsterlerntes, weder aus dem Elternhaus, noch aus dem Kindergarten, noch aus der Schule und bei weitem nicht aus der Uni. Und fühlen sich da sehr alleingelassen. Also im Endeffekt was, wo wir ran müssen. Wir haben hier ganz großartig. Schauen Sie unter Visionom auf YouTube, da hat der Patrick Rebatsch, der ist auch ein begnadeter Zeichner, seine Dissertation als Erklärvideo gemacht. Ja, das kann ich Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen. Großartig. Mediziner an sich nutzen natürlich E-Learning. 95% der deutschen Medizinstudierenden bereitet sich mit Amboss auf das Hammer-Examen vor. Das ist ein sehr lustiges Wortspiel und das ist so das, was früher mal die schwarze Reihe war, wo man Kreuzen gelernt hat, ist jetzt Amboss. Und wir als Uni würden sagen, ah, da lernen die Kreuzen für eine Multiple-Choice-Klausur. Wenn man da wirklich mal reinschaut, merkt man, das ist wirklich eine großartige E-Learning-Plattform, ja, die einem einerseits zeigt, wie man Fragen beantwortet, andererseits aber mit tollen Videos, mit tollen Texten, Animationen arbeitet, um einem tatsächlich auch medizinische Zusammenhänge zu erklären. Also da haben wir uns ein bisschen als Uni die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir nutzen Moodle.
ist nicht ganz so sexy. Und meistens geben wir nur PDFs raus und wir arbeiten dran, das mal auch für Selbsttests zu benutzen, den Progress-Test darin abzubilden und ähnliches. Das ist seit gefühlt Jahrzehnten ein langer, weiter Weg. Ja, wir nutzen auch virtuelle Patienten, also diagnostisches Denken lernen, ja, also in einem sehr konstruktiven Weg, ist sehr ans problemorientierte Lernen angesiedelt, passt darin gut zu uns. Und wer schreibt diese Fälle? Die Studierenden. Ja, es sind bei uns nicht die Dozierenden, sondern Studierende schreiben für Studierende Lernfälle, sonst hätten wir lange nicht so viel Material. Ja, also auch das muss in Studentenhand dann übergeben werden. Wir haben ganz frisch angefangen mit Virtual Reality. Sie sehen es ja auch, hier der Dicke mit dem Bart bin natürlich ich. Ich freue mich sehr, dass Sie eine Vorliebe für beleibte Männer haben. Ja? Das macht mich sehr glücklich. Wir gucken so ein bisschen, was macht das eigentlich, wenn man Anatomie in einem virtuellen Raum lernt? Ist das besser, ist das schlechter? Also es macht auf jeden Fall schon mal mehr Spaß. Ja? Also jeder, der das erste Mal macht, geht anders mit der Anatomie um. Und trotzdem werden hinterher die Atlanten rausgeholt. Ne? Also wenn es richtig ums Büffeln geht, und da sind wir sehr schnell in einem Blended-Setting, dann wird eben doch weiterhin das Buch gebraucht. Das beruhigt sehr viele Ältere. Wir versuchen auch so ein bisschen Low-Fidelity, 360-Grad-Videos, Immersion hinzukriegen, dass wir im OP, im Schockraum, im Ähnlichen mit 360-Grad-Kameras mitfilmen. Dann brauchen wir nicht so große aufwendige Anlagen, sondern wir kaufen für 2,50 so ein Cardboard, packen da das eigene Handy rein, teilen den Bildschirm und können uns ganz genau anschauen, was passiert eigentlich in einem OP und können so diese erste Angst, die man hat, wenn man da mitsteht, ja, bin ich der Einzige, der da umkippt oder stehe ich jedem im Weg, ein bisschen nehmen, indem man die Situation schon mal simuliert. Und das mit einem finanziell deutlich geringeren Aufwand als mit so einem riesen Virtual Reality System. Außer natürlich das hier vermarktete, das bestimmt ganz billig ist. Virtuelle Klassenräume, ich glaube, das kennt jeder, da gucken wir viel selbst, also wir sind jetzt eine ganz kleine private Uni, die viel Präsenz macht, wir haben Sechsergruppen im problemorientierten Lernen, wir haben Achtergruppen im Mentoring, wir haben keine Vorlesungen, wir haben Seminare, die wie ein Flipped Classroom sind, wo maximal 21 Leute drin sitzen, also immer klein, 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 klein. Und trotzdem gibt es ganz viele Anlässe, sich auch mal online virtuell zu treffen, wenn man irgendwie die Kinder schon mal ins Bett gebracht hat, mit dem Hund noch mal draußen war, irgendwie den Partner, die Partnerin mal gesehen hat und sich abends noch mal schnell zusammensetzt, dann nutzen wir virtuelle Klassenräume und wenn man die Studierenden fragt, nutzen wir es viel zu selten. So, jetzt haben wir ausgemacht und weiter geht's. Natürlich nutzen wir YouTube auch das wieder ein bisschen anders. Ich bin mal in eine Privatuni gegangen, wo ich gedacht habe, geil, da fließen Milch und Honig und goldene Wasserhähne, rote Teppiche, alles super. Und da hatte ich nicht genug Zeitung gelesen wahrscheinlich. Das ist nicht ganz so. Das heißt, wir müssen oft mit kleinerem Budget klarkommen. Das heißt, wir haben keine riesen Medienteams. Wir können nicht großartige Lernvideos immer selbst machen. Also außer die Studierenden machen das. Unsere Top-Ressource. Was wir gut können, ist uns gegenseitig Empfehlungen geben und Playlists entwickeln und Lernfilme von anderen, von Dozierenden angucken lassen, ob wir die für gut fürs Lernen halten oder nicht und daraus eine Playlist zusammenbauen und das machen. Und die Studierenden sind mindestens so dankbar dafür, wie wenn wir ein eigenes Video drehen, ja, weil wir einfach zu bestimmten Themen eine ganze Liste haben. Audience-Response-Systeme überspringen wir, weil wir ein bisschen, damit ich hinten raus noch was erzählen kann. Auch das nutzen wir, das ist natürlich in so kleinen Gruppen oft nicht so ganz spannend, wie wenn man mal hier so eine große hat. Und was wir viel machen, sind soziale Medien einsetzen. Ja, also Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, all diese Geschichten. Natürlich auch viele Messenger, gar nicht zwingend immer nur zum Lernen, sondern manchmal auch zur Lernorganisation. Aber zum einen, um wirklich mit der ganzen Persönlichkeit drin zu sein, also wir sind sehr auf Augenhöhe, machen sehr viel miteinander, sind da auch bereit, sehr viel reinzugehen als Dozierende in so Lerngruppen, also auch als Mensch, nicht nur als Funktion. Und üben da drin natürlich dann auch schon ganz viel. Ja, also ich habe jetzt hier eben auch schon gesehen, es sind hier auch einige auf Twitter, aber gar nicht so viele, wie man von so Mobile Learning Day irgendwie erwarten würde. Oder wer twittert hier parallel? Oh.
alle mir mal folgen. Ich heiße Medizindidaktik, kann jede Menge Follower brauchen. Bei Instagram Witten Weiß natürlich. Für die Älteren noch, die sich noch an Miami Weiß erinnern. Nee, aber Twitter ist jetzt auch nicht so unser Kernstudierendengeschäft. Instagram dagegen schon. Also da stellen wir fest, dass wir da sehr schnell in Kontakt kommen. Das ist nicht das Typische, wo wir Lernmaterialien austauschen, aber wo wir uns verabreden, wo wir auch wieder für Kurse motivieren können, das funktioniert da unheimlich gut. Heißt aber auch, was bedeutet das, junge Menschen, die hinterher Ärztinnen und Ärzte sind, in soziale Medien zu führen, beziehungsweise auch in sozialen Medien abzuholen, wo sie sind. Und dann sind wir genau in diesem Bereich, wo es eben nicht nur darum geht, Medien als Methode oder Technik zu verwenden, sondern wo Medien eben auch und auch Medienkritik ein Thema sein muss im Curriculum. Ja, also wir reden viel über professionelles Verhalten in sozialen Medien. Wann beginnt die Schweigepflicht? Und stellen fest, dass sich darüber ganz wenige Gedanken gemacht haben. Ja, und bieten da, also erstmal kommt man an als älterer, etwas beleibterer, bärtiger Mann zu lauter jungen Menschen und sagt, wir reden heute über soziale Medien und wird erstmal herzlich verlacht. Und dann reden wir irgendwie mal so über Privacy und Sicherheitseinstellungen und Ähnliches und dann wird es schon ein bisschen ruhiger und dann gucken wir gegenseitig in die Profile und schauen mal, was professionell ist und was nicht und dann sind wir am Arbeiten. Ja, also das funktioniert dann ganz gut. Jetzt ist das, wir haben es eben schon besprochen, wahrscheinlich, wenn Sie Witten-Herdecke hören, haben Sie bestimmt irgendwelche Assoziationen, die wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich sind. Weiß jetzt nicht, ob bei jedem sofort Digitalisierung als so das Kernthema gekommen wäre. War bei mir auch nicht so. Ja, also ich bin aus einem sehr digitalen Lernumfeld eigentlich nach Witten gegangen, habe gedacht, na, das war es wahrscheinlich jetzt erstmal mit E-Learning und Ähnlichem. Jetzt machen wir Kleingruppen und ist was Neues und ist auch großartig. Und haben dann aber festgestellt, wie viele Menschen eigentlich in der Digitalisierung arbeiten an der Uni und wie einfach das ist, weil es eine kleine Uni ist, die an den Tisch zu holen. Ja, an Jonathan Hart, der die Bundesregierung bei Virtual und Augmented Reality berät, in der Wirtschaft ganz viele, die im Bitcoin, Blockchain-Bereich arbeiten. Und die konnten wir sehr einfach und sehr schnell in einem Raum zusammenbringen und jeder hatte das gleiche Gefühl, nämlich ich bin der Einzige in Witten, der Digitalisierung macht und kann und alle waren total glücklich, sich zu treffen. Daraus entstanden ist der digitale Salon, also der jetzt zum wiederholten Mal stattfindet, zu dem ich Sie auch sehr herzlich einlade, weil er nämlich am 28. November das nächste Mal hier um die Ecke in Witten stattfindet und es geht um Algorithmen tatsächlich. Es reden keine Menschen aus Witten, sondern wir holen Menschen, die es können, von außerhalb. Wir haben letztes Mal Thomas Rose da gehabt vom Fraunhofer und von der RWTH Aachen, der heldenhaft, muss man sagen, heldenhaft versucht hat, uns allen zu erklären, was Blockchain wirklich ist. Und es ging immer wieder die Hand hoch und es hieß, entschuldigen Sie, Herr Rose, nochmal ganz kurz, dieses Rätsel, was da irgendwie diese Blockchain löst, wie sieht denn das genau aus? Und Schluck Wasser und dann hat er es nochmal erklärt. Und also das war sehr heroisch, wie so eine Erstsemester-Informatik-Vorlesung. Also wir prüfen unsere Expertinnen und Experten auf Herz und Nieren. Aber das Tolle ist, hinterher gehen alle, die da sind, schlauer raus, inklusive der Experten, die sagen, da gehe ich nie wieder hin. Ja. Wir haben mal angefangen hier relativ klein, weil wir gesagt haben, wir müssen diskutieren, was macht digitale Transformation mit der Medizin, wenn Versicherungen Schrittzähler belohnen und Menschen, die dünn sind, nicht rauchen und mindestens 10.000 Schritte am Tag machen, weniger Krankenversicherung bezahlen als ich. Entsolidarisiert das die Gesellschaft oder ist das was Tolles? Und wer stellt diese Fragen und wer beantwortet sie? Und da haben wir angefangen, wir machen einen Kurs, Digital Medicine, How will data change the way we treat? Und das sieht man, wir haben mit 15 Leuten hier angefangen, waren so 8 vor Ort, haben Adobe Connect genutzt, haben das live ins Netz gestreamt und da saßen 7, die zum ersten Mal irgendwie an so einem Online-Ding teilgenommen haben und wir haben uns über ganz unterschiedliche Themen unterhalten, immer wieder Expertinnen und Experten dazugeholt. Und das ist so der Verlauf. 17 waren wir am Anfang. Ja, letztes Semester waren es 241. Dieses Semester sind es 357, was bei 1500 Studierenden eine ganze Menge ist. Was schwierig ist, wirklich aktiv zu halten. Ja, also wir müssen da mit vielen Moderatoren reingehen und immer wieder aufpassen, dass auch alle noch mitmachen und sich nicht einfach so die Credits abholen. Aber was auch zeigt, wie intensiv so ein Thema gerne diskutiert werden möchte. Wir haben da nicht nur Mediziner drin, sondern das ist im Studium Fundamentale, das sind alle Fakultäten. Da sitzen Wirtschaftswissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Philosophen, Ethiker, Pflegewissenschaftler und natürlich auch Mediziner und diskutieren aus ihren Perspektiven sehr hart solche Themen.
hier so ein bisschen mitgebracht, was wir hier, also heute Abend ist Social Media im Katastrophenschutz und der Vergleich der Notfallversorgung Deutschland und die Niederlande. Ja, haben wir jemanden von der Bundeszentrale Gesundheitliche Aufklärung da, der sehr schick auch in so einer Gruppe drin ist, die in Twitter sehr schnell im Katastrophenfall THW, Polizei und ähnliche berät, weil sie viel schneller über Social Media an Informationen kommen, als es die anderen mit ihren Mitarbeitenden kommen. Ganz, ganz großartig, das hören wir uns heute an. Und wir reisen so ein bisschen durch die Gegend und diskutieren mit Menschen, die Digitalisierung machen. Ja, also letztes Jahr waren wir erst bei Johnson & Johnson, danach bei Google. Kleine Exkursion nach Hamburg, ganz großartig. Diesmal fahren wir nach Köln zum RTL, ja, und fragen mal, wer macht Meinung und wie funktioniert das? Bin sehr gespannt, ob wir danach nochmal wieder kommen dürfen. Also bei Google sind wir noch nicht wieder eingeladen. Also wir haben hart diskutiert. Mal gucken. Und auch da natürlich, wir kommen auch gerne zu mittelständischen Unternehmen, die sagen, wir würden gerne mal zeigen, wie wir digitalisieren. Ja, und das mal hands-on zeigen. Und jetzt noch, habe ich noch? 2 Minuten. Boah, das ist ja, rede noch ein bisschen schneller. Dann ist natürlich die Frage, was macht das mit so einem richtigen Medizinstudio? Wir haben jetzt gerade einen neuen Modellstudiengang gemacht und sind mit der Frage gestartet, brauchen wir in der digitalisierten Welt noch Ärztinnen und Ärzte? Also könnte man ja nach Ihrem Vortrag auch gut fragen. Und wir haben gesagt, ja, brauchen wir, aber wofür brauchen wir die eigentlich? Und haben mit vielen geredet, Patientinnen, Krankenhausleitern, Chefärzten, Assistenzärzten, Alumni, Studierenden, allen möglichen, haben festgestellt, wir brauchen A, sehr viel mehr Primärversorgung, also Niedergelassene, als wir wirklich diese Hightech-Krankenhausmedizin brauchen. Wir brauchen die Arztpersönlichkeit sehr viel stärker. Also wir brauchen Ärztinnen und Ärzte als Menschen in der Schnittstelle zwischen Maschine oder Software und Patienten. Und diese Menschlichkeit müssen wir auch in irgendeiner Form ausbilden. Das hat das Studium bisher nicht gebracht. Ja, wir brauchen deutlich mehr wissenschaftliches Know-how, um auch tatsächlich die Medizin weiterzubringen. Und wir müssen natürlich auch verstehen, wie Digitalisierung funktioniert. Wir müssen verstehen, was für eine App wir vielleicht jemandem empfehlen können, der eine Diabetes hat, um auf diese Anfangsfrage wieder einzukommen. Und müssen also auch Digitalisierung sehr viel expliziter machen im Studium. Wir haben das so ein bisschen eingebaut, wir haben die medizinische Informatik mal nochmal wieder ein bisschen in die Methodenlehre mit rein und kommen dann aber gerade hinten raus in der Schwerpunktbildung sehr stark auch auf eine digitale Medizin, die wir dann mit vielen externen Partnern auch machen, wo es also tatsächlich auch um Mitgestaltung an Prototypen geht, wo es um Handlungsfähigkeit geht, wenn Medizintechnik oder digitale Medizintechnik entwickelt wird, dass auch da Studierende in solche Teams mit reinkommen. Und parallel, und das ist natürlich sehr witten, also wir können nicht coden. Ich war ganz beruhigt, dass Sie sagen, muss man auch nicht mehr lernen. Ich weiß, es ist vereinfacht. Ich nehme es aber in dieser vereinfachten Form mit, weil wir das oft diskutieren. Was wir eben ganz gut können, ist zu hinterfragen, was sind die sozialen Auswirkungen? Wie viel Verantwortung müssen wir eigentlich übernehmen und wie können wir das? Ich finde, Sie haben unheimlich spannende Beispiele gebracht, die wir auch ganz oft diskutieren. Wir haben, wie wir den Modellstudiengang gemacht haben, immer diskutiert, was braucht man in der digitalisierten Welt. Und es hat so 20 Minuten, 30 Minuten im World Café gedauert, bis alle gesagt haben, wer kann sich denn in so einer digitalisierten Welt eigentlich noch eine gute Medizin leisten? Wenn doch die Recht haben, dass viele Arbeitsplätze wegfallen, wem gehört denn dann das ganze Geld, was irgendwie die KI oder die Roboter verdienen? Gehört das der Gesellschaft oder 3, 4 Jungs, die mal in der Garage gestartet sind. Und genau auf solche Fragen müssen wir, glaube ich, versuchen, Antworten zu finden. Versuchen das hier über so einen Masterstudiengang, den wir dann sehr eng an die Medizin auch mit ran tun, zu lösen, weil wir hoffen, Menschen aus unterschiedlichen Fachrichtungen dazu zu bringen, die gleiche Sprache zu sprechen oder wenigstens die Sprache der anderen zu verstehen, also diese Schnittstellen stärker zu betonen. Es hat sich sehr auseinander definiert, man hat eine sehr starke Fachlichkeit betont und ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich so eine überfachliche Kompetenz. Da sind wir dran, wie können wir das hinkriegen, weil das ganz schwierig ist ja tatsächlich, wie macht man das? Viele müssen sich umsortieren. Zum einen haben wir in den hochschuldidaktischen Fortbildungen sehr viel Digitalisierung, E-Learning aufgenommen. Das war der erste Schritt. Und der zweite, der noch sehr viel mehr gebracht hat, ist, dass sich die Studierenden zusammengesetzt haben, gesagt haben, wir machen hier jetzt mal eine Initiative, wir bilden eigene studentische E-Tutoren aus. Und wenn Dozierende
digitale Medien im Unterricht nutzen wollen, dann können Sie bei uns einen studentischen E-Tutor dazu holen, der Ihnen die Hand hält oder Sie auf dem Weg begleitet und damit so diesen ersten Schritt deutlich vereinfacht. Und das hat unheimlich viel gebracht. Das hat tatsächlich eine große Akzeptanz geschaffen. Und das tatsächlich meine Abschlussfolie und die vorletzte. Glauben, dass wir früher haben wir aber gesagt, es ist ein reines Mittel und ist nicht der Zweck. Mittlerweile sagen wir, es ist nicht nur ein Mittel, sondern es ist auch ein Zweck. Es geht nicht nur darum, es als Methode und Technik zu nutzen, sondern es muss auch ein Inhalt sein und wir müssen es auch diskutieren. Wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn? Und wir müssen Lehrende und Lernende mitnehmen auf dem Weg und Sie müssen nächste Woche nach Witten kommen und mit uns über Algorithmen diskutieren. Schönen Dank auch.